Anfang Januar wartet uns der neue Film von Martin McDonagh in den deutschen Kinos. Und wenn man in seine Vita schaut, wegen Brügge, Sehen und Sterben, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oder Seven Psychos, darf man definitiv gespannt sein, was einen da erwartet. Und damit geht es hier jetzt um The Banshees of Inisherin. An der irischen Küste der Galway-Bucht leben 1923 auf der kleinen Insel Inisherin nur wenige Menschen. Im Grunde kennt jeder jeden, die Tagesabläufe wiederholen sich und auf das Festland kommt man nur sehr selten. Verlass war aber schon immer auf die Freundschaft des einfachen, aber herzlichen Podrick und dem eigenbrötlerischen sowie musikalischen Combe. Jeden Tag punkt 14 Uhr holt der eine den anderen ab, um den Rest des Tages im Pub beim einen oder anderen Pint und Gesprächen zu verbringen. Doch plötzlich will Combe nichts mehr von Podrick wissen, verbittet sich jeden Kontakt mit klaren Konsequenzen und dabei gibt es gar keinen ersichtlichen Grund, was zunächst auch für einen Aprilscherz gehalten wird. Während der eine auf Ruhe hofft, bricht für den anderen aber eine Welt zusammen, auch wenn die auf Inisherin nur sehr klein zu sein scheint. The Banshees of Inisherin geht 114 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 5. Januar 2022 in den deutschen Kinos. Ist ein Drama, wie gesagt, der neue Film von Martin McDonagh und holt vor allem die beiden Hauptdarsteller aus Brügge, Sehen und Sterben zurück. Und Brügge, Sehen und Sterben ist einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten und Brandon Gleeson und Colin Farrell zusammen haben dort eine unglaubliche Chemie und dementsprechend war ich bei The Banshees of Inisherin wahnsinnig gespannt, was einen hier erwartet. Und auch die Idee bzw. die Prämisse, die ist erst einmal nicht uninteressant. Eine Freundschaft, die jeden Tag wundervoll zu sein scheint, über Jahre lang oder Jahrzehnte lang wunderbar funktionierte, endet auf einmal von heute auf morgen und keiner weiß warum. Und damit steht so ein bisschen das Thema im Raum, verlassen werden und verlassen. Wie fühlt es sich an, wenn auf einmal etwas zusammenbricht, etwas wegbricht, von dem man nie gedacht hatte, dass es wegbrechen könnte? Und wie ist es, jemanden zu verlassen und man weiß gar nicht so richtig, wie soll man das eigentlich machen? Und wenn man dann auch zu ganz unüblichen Mitteln greift, um zu verstärken, dass man nicht mehr möchte, dass jemand einen beispielsweise in irgendeiner Art und Weise kontaktiert. Und wenn man dann noch gefangen ist, in Anführungszeichen, auf einer kleinen Insel, dann ist das natürlich erst einmal ein Szenario, was sehr interessant ist, während irgendwo da draußen, beziehungsweise auf Inisherin, kann man dann an der Küste spüren, wenn Explosionen stattfinden, der Bürgerkrieg in Irland herrscht. Und die Frage ist, gibt es da nicht irgendwie auch eine Verflechtung? Wer redet nicht mit wem? Und da kann man das zumindest sich hinterfragen, warum verortet man es in diese Zeit und eine gewisse Parallele wieder entdecken. Kurzum aber erst einmal bei The Banshees of Inisherin. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut und der Film hat auch natürlich viele Vorschusslorbeeren. Bei seiner Weltpremiere ewig lange Standing Ovations, bei den Golden Globes dieses Jahr die meisten Nominierungen und nach einem großartigen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zuletzt definitiv auch etwas, wo ich mir sagen kann oder dann dachte, oh, dieser Film wird mich richtig dolle kriegen. Aber leider ist er für mich einer seiner schwächeren Filme. Ich weiß gar nicht so 100 oder beziehungsweise ich sag mal so, es liegt für mich daran, dass für mich Martin McDonagh irgendwie ausmacht, dass er es schafft, die Tristesse und die Boshaftigkeit des Lebens einzufangen, aber immer wieder auch mit einem skurrilen und absurden Humor einzufangen und dabei so clevere Dialoge zu schreiben, dass sie manchmal so verschachtelt sind und man das nächste Momentum gar nicht kommen sieht, dass da immer wieder ein starkes, überraschendes Element drin war, aber vor allem bei mir auch immer wieder das Verlangen, den Film nochmal sehen zu wollen und Charaktere, die sich ganz toll entwickeln. In Banshees of Inisherin ist aber diese Tristesse das, was irgendwie alles über Bordene. Sie ist so stark verankert in diesem atmosphärisch verdichteten Film, dass er so spaßbefreit wirkt. Er wirkt sehr traurig und er wirkt sehr kaputt so im Inneren. Und klar, dieses Thema verlassen werden und zu verlassen und wenn man sich vielleicht selbst lossagt in seinem Leben, wenn man älter wird und sich auch hinterfragt, was für Menschen möchte ich eigentlich in meinem Leben haben? Welche Menschen rauben mir vielleicht nur Energie? Für wen möchte ich da sein? Und sind es nicht vielleicht auch zu viele, um allen gerecht zu werden? Das sind ja Dinge heutzutage, gerade in Social Media und allem, was dazugehört, dass man das Gefühl hat, doch oft überfordert so ist, für allem und jeden da zu sein, bis man für sich selbst kaum noch da ist. Und das ist etwas, das kann man alles rauslesen aus Banshees of Inisherin, aber mir fehlt da diese Komponente, dass ich diese wirkliche Freundschaft und diese Verbindung spüre. Ich kriege etwas vorgesetzt, was auf einmal endet und das wird mir auch erzählt, aber dass diese Wärme wirklich existierte, darin steckt viel zu viel Wut und so eine ganze Menge an verachtender Kraft und dann ist es vor allem aber trotzdem eine Chemie, die immer wieder durchkommt und dieser Film lebt durch seine Negativität und irgendwie brachte mich das beim Sehen dazu, dass ich das Gefühl hatte, ah, er ist so ein bisschen zu zäh und vor allem, der will mich emotional nicht kriegen, weil er so grau, so trist, so traurig ist.
Nicht, dass solche Filme keine Daseinsberechtigung hätten. Und er ist auch wahnsinnig gut gespielt. Und ich glaube, wenn man den im richtigen Momentum schaut und genau dort den Zugang hat, dann kann man diesen Film auch wirklich lieben. Vielleicht lag es daran, dass ich ihn im falschen Moment gesehen habe. Aber für mich ist er zumindest beim erstmaligen Sehen einer der Schwächeren, was nicht heißt, dass er schlecht wäre. Martin McDonagh macht nur einfach so wahnsinnig gute Filme. Also sehenswert bleibt er trotzdem. Und damit reden wir kurz über den Cast. Colin Farrell als Padraig Sullivan, was später quasi Patrick Sullivan ist im Englischen, hat auf der einen Seite, erst einmal ein kleiner Funfact, mehrere Tierunfälle am Set erlebt. Vom Esel getreten, vom Hund gebissen, von einem Pferd fast an den Ozean im Karren gezogen worden. Ist der Film sehr stark um ihn gebaut. Obwohl die Geschichte sich um ihn und Combe dreht, merkt man doch, dass die Kamera immer öfter ihm folgt, weil er vielleicht auch dieses warmherzige und nicht verstehen könne, was er getan hat. Warum will man keine Zeit mit ihm verbringen? Hat er irgendetwas falsch gemacht? Und dann versucht er ehrlich zu sein und dann kriegt das eine andere Aufmerksamkeit, als er selbst dachte. Und das überfordert ihn, weil er vielleicht auch einfacher strukturiert ist. Und das liegt aber auch an einem wunderbaren Ausspielen von Colin Farrell, wo ich immer wieder feststellen musste, er ist einfach so wahnsinnig wandelbar. Wenn man diese Rolle hier nimmt und einen Pinguin nimmt aus The Batman und noch seine Performance in Gentleman und dann wieder in Brügge sehen und sterben, dann ist es einfach krass und schön zu sehen, wie der sich einfach immer wieder in den verschiedensten Facetten seiner Charaktere wiederfinden kann. Und mit ihm steht dieser Film vor allem auch in Kombination mit sehr, sehr interessanten Szenen mit Barry Keoghan. Die haben auch zusammen während der Dreharbeiten im Apartment gelebt. Der eine hat den anderen so ein bisschen wahnsinnig gemacht. Und diese Chemie zwischen den beiden, weil Cary Grant mit Dominic Carney so einen jüngeren Einwohner auf Inisherin spielt, dem übel mitgespielt wird zu Hause und der in seiner Performance sehr, sehr einfach gehalten ist, aber trotzdem den moralischsten Kompass in sich trägt, ist das so eine ungewohnte Figur, wenn die beiden auf einer dieser vielen Steinmauern auf Inisherin in dieser kargen Landschaft hocken und über das Leben philosophieren auf manchmal eine begrenzte Art und Weise, dabei aber ganz essentielle Fragen stellen, dann kann man sich ja kaum dagegen wehren, dass das sehr, sehr tolle Momente und gut geschriebene Dialoge sind und dementsprechend will ich diesem Film absolut diesen Credit geben. Dann ist es in Brandon Gleeson als Combe in der Kombination mit Colin Farrell, wo diese Wut aufkommt, wo man sich fragt, wo genau kommt sie her? Der ist ein begnadeter Geiger, das musikalisch spielt auch eine relativ große Rolle. Dann in Banshees of Inisherin spielt sie auch immer selbst und dementsprechend der Konsequenz, die er ankündigt, macht das natürlich umso tragender, wenn man diese Figur hinterfragt, warum geht sie eigentlich so weit, genau dieses und jenes zu tun? Und ich finde, der Film bleibt letztendlich dieses Momentum, warum will diese Figur genau das, was sie will, dann doch eine Antwort so sehr schuldig, dass es für mich zu unbefriedigend war, das zu sehen und ertragen zu müssen. Und dennoch, wenn die beiden aufeinandertreffen, steckt die Chemie hier nicht im Positiven, sondern in diesem Ablehnenden. Und das muss man auch erstmal können. Und deswegen will ich den überhaupt nicht abstreiten, dass die nicht gut spielen. Der Cast, der spielt hier stark. Auch was besonders interessant ist, wenn man sich Carrie Condon anschaut als Chauvin Sullivan, die Schwester von Colin Farrell in diesem Film, die im Grunde feststellen muss, früher hat man so ein bisschen gesagt, der Einäugige ist unter dem blinden König, dass es sich so auf der Insel verhält. Viele doch sich interessanter machen, als sie sind und dass man dem vielleicht irgendwann in den Rücken kehren muss. Aber sie ist zugleich auch wichtigste Bezugsperson. Und um diese vier Charaktere, die übrigens alle Iren sind, spielt sich dieser Film am meisten ab. Ringsherum haben wir dann noch einen Sheriff, wir haben Banshees, das ist ein sehr geistlicher Begriff, beziehungsweise geht so ein bisschen ins Dämonenhafte im Irischen, das spielt nochmal eine Rolle. Und dann haben wir so dann noch die Leute, die im Pub rumhängen und so weiter. So ein großes, angelegtes, isoliertes Dorfgefühl auf dieser Insel, was aufgebaut wird Anfang des 20. Jahrhunderts. Dementsprechend ist es genau das, was ich auch atmosphärisch wiederfinde. Wir befinden uns eben in dieser Szenerie. Wir sind oft in diesem Pub, der nur gebaut wurde für diesen Dreh, aber keine Baugenehmigung hatte, danach wieder abgerissen werden musste. Ist die Kamera mit ihren langen Bildern klar auf Drama gesetzt. Diese relativ entsättigte Farben, auch in diese karge Landschaft von Steinmauern und gerade mal maximal schulterhöhen Gräsern, ist schon etwas, was auch im Grunde diese Verlassenheit und diese Unfreude mit sich bringt und das auch abbildet. Und da ist der Film relativ erwartbar an dieser Stelle, wie ich finde. Ist die Szenerie komplett in diese einfachen Hütten auf dieser Insellandschaft und die Musik ironischerweise, das war so ein bisschen die Vorgabe von Martin McDonagh, komplett befreit von traditioneller irischer Musik, was einen interessanten Kontrast hergibt in diesem Film. Ansonsten Kostüm und Make-up, soweit sich die Hauptfiguren selbst oder die Hauptcharaktere Schauspieler involvieren wollten, weil sie wussten, dass Kleidung immer sehr letztendlich dazu führt, dass man in-Character ist und so mehr man eben mit einem Drama arbeitet, mit einer Figur oder einem Film, der durch die Vielschichtigkeit von Figuren lebt und deren Facetten, umso mehr haben sich wohl Brandon Gleeson und Colin Farrell damit reingehangen, auszusuchen, was sie genau tragen. Ihre Oberteile sind auch handgeknüpft von einem älteren Mann, der das wohl schon sehr, sehr lange macht, das nur als kleine Randinformation. Muss ich am Ende sagen, The Banshees of Inisherin, für mich ist es schwer, auf den Punkt zu bringen, warum dieser Film mich relativ enttäuscht hat. Ich glaube, die Raffinesse
von Filmen wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Seven Psychos oder Brügge sehen und sterben fehlte mir. Der Film hat aber eine sehr realistische Thematik, ein sehr realistisches Szenario, in dem sich, glaube ich, jeder und jede mal wiederfindet. Wie geht man mit Menschen um, die irgendwann im Leben mal gehen oder auch dazukommen oder gehen gelassen werden? Ich glaube, die allerwenigsten lernen viele Freunde kennen in ihrer Jugend und werden sie bis zum Ende ihres Lebens als Freunde begleiten. Und dieses Wie geht man auseinander ist, glaube ich, etwas, bei dem man, je älter man wird, auch immer wieder eine andere, hoffentlich reifere Sichtweise darauf bekommt und manchmal auch feststellt, es ist nun mal das Normalste auf der Welt und auch gar nicht unbedingt schlimm. Aber was ist, wenn das ganz akut beendet wird, weil auch man auf engstem Raum sich nicht auf den Weg geben kann? Und das ist eigentlich ein interessanter Ansatz. Nur nicht die Art und Weise von Filmen oder eine Idee, die so nur bleibt, wie ich es von ihm als Regisseur erwartet hätte. Diese Melancholie und Tristesse, in dieser Film stark eben gefangen ist, dominiert es. Aber man kann sich darin auch suhlen. Man kann das sehr, sehr mögen. Diese einfache Idee hat natürlich dementsprechend, das meine ich gerade, wahnsinnig viel Identifikationspotenzial. Und die Atmosphäre und die Szenerie auf dieser Insel, das ist wirklich was, was ich sehr, sehr gerne eigentlich als Grundsetting für einen Film sehe. Aber dieses zu spaßbefreite, doch sehr ernste, das war mir dann zu viel, machte den Film auch immer wieder zäh. Und für mich bleibt es einer der schwächeren Filme, was immer noch 7,5 von 10 möglichen Punkten sind, sowohl als Drama als auch insgesamt für The Banshees of Inisherin, weil ich auch weiß, wenn ich den, glaube ich, ein zweites Mal sehe, wenn ich den ein drittes Mal sehe und schon merke, okay, jetzt bin ich in der Stimmung und nicht zu einer PV, wo ein Termin angesetzt ist und du gehst hin, weil da gibt es immer einen Tag ringsrum und mal ist man mehr in the mood und mal weniger, dann glaube ich, in der richtigen Stimmung schaut er sich nochmal an. Das ist so ein Film, den ich gerne nochmal in 1-2 Jahren auf den Prüfstand stellen würde und dann schaue, wie altert denn so eine Review hier rückwirkend. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu The Banshees of Inisherin ab dem 5. Januar in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.